Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Battle Network 3 Blau Top 10 Edition. So, ich habe mich schleu gemacht. Schleu. Ich hoffe, nächste Folge bist du auch noch schleuerer. Ja, und zwar müssen wir uns ins Internet schleusen. Von Beach 1 aus ein Schlauchboot machen. Zu dem Ort, wo die Fische niemals schwammen. Wo wir in den Hospitalcomputer reinkommen. Oh. Cool. Ja. Und vor allen Dingen die kleine Ruhepause hat noch einen dramatischen Effekt hinterlassen. So kämpfen möchte ich jetzt nicht. So kämpfen möchte ich jetzt nicht. So, dann weg hier. Die Frage ist, wo war das? Okay, wir müssen erstmal 1. Und das war hier runter irgendwo. Richtig. So. Hierhin, dann dahin. Ganz genau. Ja. Trumpi, du hast vergessen, dein Style Change übrigens wieder reinzubringen. Ist mir wurscht. Ach ja, jetzt auf einmal. Ach so. Aha. Konter. Konter. So. Und ich glaube, Roxas hat sich vor dem Part noch etwas beömmelt. Ach was. Wie Mega Man wohl im Roll-Kostüm aussehen würde. Naja, ich habe jetzt einfach mal in Google Bilder einfach mal das eingegeben, was als Style Change mäßig aussieht. Und dann gab es einfach so ein Bild. Rose Soul. Mega Man in Pink has never looked so badass. Richtig. So, speichern. Will ich mir das nur ein oder habe ich den Weg gerade auf Anhieb gefunden? Du hast den Weg auf Anhieb gefunden. Great job. Wow, wenn ich mich mal nicht konzentriere, gelingt das echt besser. Ey, du bist Navi Nummer 9. Ey, oh man, schwör, das wäre voll ich. Ey, wer bist du, du kleine Schmuck? Ich bin Rang Nummer 10, ich bin Mega Man. Huh. Du bist also hierher gekommen, um mich zu battlen? Eigentlich bin ich eigentlich nur hier, um zu schauen, ob ich einen Navi namens S finden kann. S? Hast du eigentlich irgendeine Idee, wie furchterregend dieser Navi sein kann, der du gerade suchst? Ich habe sogar meinen Rap-Akzent verloren, weil ich voll gespookt bin. Ich habe ein bisschen über ihn gehört. Trotzdem, ich muss mich mit ihm treffen. Wenn du irgendwelche Informationen hast, was wärst du davon, wenn du sie mir mal abreichen würdest? Alles, was ich weiß, dass du ihn... dass wenn du dich mit ihm treffen willst, dass es nur einen Weg gibt, mich zu besiegen, Lan, und deinen Rang zu erhöhen. Ich frag mich, wie so ein Super Nintendo Controller aufgebaut ist. Was? Egal. Wenn du das tust, Lan, Mister, dann wirst du ihm einfach mal so lustig begegnen, weißt du? Ich meine, der ist so leicht und doch irgendwie akzeptabel. Also, um meinen Rang zu erhöhen, das musst du mich besiegen, Bruder. Das würde mich echt mal interessieren. Jetzt battle mich endlich! Nun, wenn das so sein muss. Diese Form erst. Lass uns gehen. Ha, hab Spaß gemacht, ich gebe dir einfach so meinen Rang. Und das mit den Schultertasten. Was? Schultertasten, achso. Mein Rang, ich gebe ihn dir. Um ehrlich zu sein, es macht mir langsam richtig schnappulöse Scheiße mit diesem ganzen Ranking-System, geht mir voll auf den Sack, ich will einfach nur Rapper werden. Ich habe wie jeder angefangen, battle meinen Weg zu the top, rising to the top. Aber langsam wird es richtig scheiße mit dem Kämpfen gegen alle Navis, die unter mir sind, das ist voll bescheuert.
Die kommen zum Challengen, Tag ein, Tag aus und alle sind scheiße. Ist das wirklich okay? Lass mich nicht mich wiederholen. Hier, nimm ihn, du Fotze. Okay. Das ging schnell. Jetzt bist du Rang 9. Danke. Du kannst den Rang nach 8 Navi. Also, lass mal schauen. Im Rednu 3. Ach ja, das war's ja. Ja, das ist alles, was du wissen musst. Rednu 3. Der Hinweis für Nummer 8 ist also Rednu 3. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Wir nehmen die dritte rote Nudel. Das wäre eine Idee wert, also in einem China-Restaurant. So, Ich werde versuchen, ihn zu finden. Vielen, vielen Dank. Viel Glück. Aber versuch nicht, tot auffindbar zu sein. Ja. Huhe, huhe, huhe. Rednu 3. Ganz netter Navi eigentlich. Tu mal da, ich gebe dir meinen Hinweis, tu mal das Wort Rednu umdrehen. Rednu 3? Na, nur das Wort. Rednu Under 3, oh nein. Und zwar ist der Black Navy genau da, wo wir gegen Flammenmann gekämpft haben. Mann, ich mache schon wieder den falschen Fehler. Einen falschen Fehler? Dann wär's doch richtig. Nein! Fehler sind immer falsch, du Idiot. Aber wenn es falsche Fehler sind, dann sind es die Fehler, die eigentlich so fehlerhaft sind, dass sie eigentlich richtig sind, obwohl du eigentlich einen Fehler machen wolltest und gedacht hast, du hättest einen Fehler, aber wenig. Ich hab hier das Fach Abi, nicht du. Und was ich sage, ist Gesetz, so. Du hast Abi? Fach Abi. Geschenkt? Ja, Fach Abi hast bei eBay bekommen. Richtig. Nee, aus einer Pommes-Tüte. Führerscheinpackung. Führerscheinpackung, ja. Gab's im Kids-Menü. Hey Burger King, ja, ja. Also. Oh, seht ihr mal die Sauerei hier an. Hier friss. So. Dann. Müssen wir. Also, nachdem wir dieses harte, schwierige Rätsel, was keiner ahnen konnte, gelöst haben. Oh nein. Ja, wir müssen einfach ins Internet 3. Spoiler. No Spoiler. So. Dann hier und hier lang. Ich glaube, inzwischen habe ich die Wege schon so intus, dass ich da aus und inzwischen kann. Mittlerweile. So, wie ging's weiter? Wie ging's weiter? Genau. Jetzt da hoch gleich. Dann ein bisschen links, dann ein bisschen rechts. Ein bisschen hiervon und etwas davon. Wolski. Ey, du hast ihn sehr gut gemacht, du hast ihn entdonnerarisiert. Richtig. Wenn das nur ein Wort wäre. So, Erstes Wort. Achso. Wodurch! Kann ich jetzt einfach so Ratatouille machen? Wodurch! Hut! Das ist ein Pokémon! Ich weiß! Yay, du kennst Hut! Ja, das... Mir geht die Stimme jetzt schon auf den Sack. Ich weiß. Hut. Verkackt. Hut, so gut, Hut. Yay. Und links ist die Mine. Echt? Ja. Na, dann soll er sich da mal hinbewegen. Er hat keinen Bock drauf. Los, hier, Ecke, los, ab, zack, flutsch. Er hat keinen Bock. Dann eben eine Ratte, mein Gott. Wusch.
Dann eben eine Ratte für die Ratte. So. Dann... Genau. Hier. Dann ging es hier raus. Ganz genau. Dann hier hin. Oh, ich weiß die Wege. Oh! 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 Ja. Dann hier hoch. Und dann dahin. Und dann nichts vergessen. Hier lang. Krakatoa. Captain Magma, wenn er wütend wird, bricht er aus. Mann, du stehst im Weg. Du stehst im Weg. Nee, Babla hebe ich mir noch auf. So, Roll. Den richtigen. Den richtigen Roll. Danke. Wat. Ey! Oh, Sauerei. Nee! Oh nein! Habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass ich den Ching-Bumter-Räder hasse? Ja. Hast du mehrfach. Schön. Du weißt schon, wenn du den Gegner mit Bubble triffst, dass du die Heat-Plattform da unten drunter auch zerstören kannst. Ist ja wurscht. Hast Glück gehabt? Ich glaube schon. Nein. Warte. Okay, doch. Hier ist doch schon explodiert. Ach so. Ach so, auf dem Feuerfeld explodiert die schon vorher. Ja. So ein Scheiß. Ich weiß. Ich will. So. Yes! Schön war das, schön. Schön war das, schöne Nummer. So, abspeichern. Ich habe 8000 Zennies. Und da ist er ja. Hier irgendwo. So, nochmal abspeichern. Vielleicht ist es ja so einfach wie beim davor. Ich bin nun der Achtberankte. Ach, so ist das, du Achtberankter. Ich meine, ich weiß. Ich denke, wir haben diesen Navi schon mal irgendwo vorher gesehen. Ich erinnere mich gut. Du. Dein Kampfgeschrei hat mein Gedächtnis gelöscht. Go. Sehr gut. Wie kann das sein? Wir haben den Tim doch gerade erst besiegt. Nimm dies. Es wird Zeit. Es dir zurückzuzahlen, was du mir an jedem Tag angetan hast. Geil! Ja. Ich möchte zahlen, bitte. Hallo, ich bin Beastman Better. Out. Hallo. Möchtest du sterben? Oh, du bist sterben. Ja. Ja. Oh ja, nee, das bringt dir. Ja, ja, wii! Du. Yeah, puff. Ja, und die, niau, meine Fresse. Die, buff, ich, wuff, haha, jong, wisch. Oh, fuck. Ich glaube, die obersten Bosse sind klüger und gehen nicht in die Minen rein. Hallo, was soll das denn? Wo ist die Mine? Ganz rechts.
mittelig rechts. Achso? Ja. Hab ich doch gesagt. Oh Mann. So. Roll, bitte. Helf mir. Bei diesem fürchterlichen, Kampf. Mit diesem fürchterlichen, Gegner. Oh, ich bin doch kein fürchterlicher Gegner. Ich habe getroffen. Autsch. Nehmen. Oh fuck. Oh fuck. Sensor, das trifft. Los, bitte. Das trifft natürlich nicht. Ich wusste es. Wie gut, dass ich davor gespeichert habe. So, dann werde ich mal einmal Full Energy benutzen. Ja, werde nochmal speichern. Werde den Text jetzt irgendwie überspringen. Genau, Google. Ja, Google. Ja, dein Gegner ist Google. Fürchte Google. Mann, der ist zu schnell, verdammte Hacke. Was? Immer noch nicht dein Style gechanged, du Noob. Mann, erinnere mich doch vor dem Kampf dran, nicht währenddessen. Ich erinnere dich doch schon die ganze Zeit dran. Nein. Doch. Lecko mio. Hier, roll. Zack, mach ihn Knüller. Sehr schön. Naja, was man als schön bezeichnen kann. So. Jawohl. So. Mina. Zack, zack, zack. So. Ah Mann, der Effekt bleibt trotzdem. Scheiße. Ich habe mir jetzt immer Roll verbaut. So, Sensor. Ach so. Scheiße. Jawohl. Oh fuck. Oh nee. Los, komm. Zack. Auf die Ömme. Zack, zack, zack. Mann, taucht doch nicht immer da auf, wo ich hin will. Aber das macht Spaß. Oh, die gehen die Chips aus. Ist ja noch schlimmer als im Kino. Daneben. Mann, hör auf mit der So, ein Treffer noch mit Guts Punch und da. Ja, so viel zum Thema. So. Los, oh nein. Nein, komm. Halt durch. Ja! Ja!
Gottes Willen. Oh. Super Timing. Echt schon mal. Beastman! Was macht das World 3 in diesen Rankings? Wer hatte den eigentlich? Du. Wie war die Stimme nochmal? Ja, beastmäßig. Also ist vorhin eigentlich gut getroffen. Was heißt Habit? Also Angewohnheit. Es scheint, als hättest du eine ziemlich schlechte Angewohnheit, mir immer in die Quere zu kommen. Beastman, auslocken. Once we get a hold of Alpha. Nachdem wir das Alpha erweckt haben, werden wir nichts mehr von dem verbotenen Programm zu fürchten brauchen. So sehr ich es auch hasse, vor Gegnern zu fliehen, werde ich es doch tun und unsere Strategie überdenken. Warte! Nö. Nein, sieht so aus, als das World 3 auch das über das Programm Shit-Dings und so. Also wissen sie von dem verbotenen Programm. Beastman ist abgehauen. Wir sind wieder ohne Hinweise. Lan, irgendwas auf dem Boden, wo Beastman war. Ha, sieht aus, als hätte er etwas fallen gelassen. Mega Man bekommt Rang 8. Was ein Zufall. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo Nummer 7 ist. Hallo! Du bist ein richtig starker Junge, Kleiner, aber... Und wenn du das Biest besiegen konntest, das mich besiegt hat. Wer bist du? Ich war mal 8. Dieses Biest-Ding hat mich besiegt. Also bin ich jetzt wohl ein Niemand. Danke, dass du schnelle Arbeit auf diesem Gegner gemacht hast. Im Gegenzug verrate ich dir, wer wohl Nummer 7 ist. Wie nett. Echt? Das Kopf des Lernens. Das ist der Hinweis für Nummer 7, ernsthaft. Viel Glück. Dankeschön. Pisse. Oh Mann. Jetzt will er auch noch seinen Rang zurück. Irgendwo oben. Tatsache. Jawohl. Wusch. So. Gut. Alles wunderbar, alles herrlich. Du hättest dich auch einfach auslaufen können, oder? Stimmt, hätte ich aber. Nee, hätte ich ja eben nicht. Wieso nicht? Ja. Das ist eine gute Frage. Du versuchst dir nur irgendwie rauszureden, du bist tot gleich. Boah, so gerade noch, Alter. No. Ich bin tot. Das war ein bisschen zu knapp. Wir brauchen Nachschub. Sofort. Eigentlich brauche ich Nachschub. Du darfst deine Verteidigung nicht runterlassen, sobald wir im Internet sind. Ja. Mega Man, lass uns Nummer 7 finden. Der Hinweis war der Kopf des Lernens. Okay. Frag mich, wo das sein könnte. Ich auch. Sekretariat. Das sehen wir in der nächsten Folge, ob du recht hast. Das ist richtig. Mein Gott, wir müssen uns mal krank schreiben lassen. Wir haben ja so einen Husten. Von Whitney Houston. Ja. Für diesen Part war es das. Im nächsten Part werden wir wieder ein paar Ränge aufsteigen. Und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Und dann werden wir irgendwann das finden. Und dann wird alles gut und Friede, Freude, Eierkuchen. So, jetzt sind wir noch im Hier und Jetzt, ne? Was habe ich noch nicht gesagt? Achso, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
einklinken, Mega Man. Rang Nummer 1, Power hoch. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.